Hallo ihr Lieben, hier ist Steffen, wieder von Love New York. Heute habe ich einen richtig coolen Geheimtipp für euch. Das heißt Willy Wall. Und zwar ist das Floating Boat House vom Yachtclub Manhattan. Klingt total überkandidelt und ist super cool. Und was euch erwartet ist, Sonnenuntergang vom Allerfeinsten neben Ellis Island und Statue of Liberty. Super cool. Ich nehme euch jetzt mit und dann seht ihr auch, warum ich so begeistert bin. Los geht's hier, Financial District. Wenn ihr hier von Manhattan kommt, vom World Financial Center heißt das. World Financial Center Ferry Terminal. Und es geht mit dieser wunderschönen gelben Ferry hin. Ihr müsst nach einem jungen Mann gucken mit einem weißen Hemd. Und der gibt euch dann die Tickets, die ihr habt. Und fahren nach New Jersey. Und von dort geht's direkt weiter zu Willy Wall. Super cool. Bin super gespannt, wie es wird. So, wir sind jetzt in New Jersey angekommen mit total romantischem Sonnenuntergang und sind erst mit der Ferry hier rüber nach New Jersey, das ist noch der offizielle Teil. Und dann werden, wenn ihr die Tour macht, werdet ihr abgeholt von jungen Herren oder Damen, die Willy Wall auf so einem Schild haben, die beiden gerade hier. Und jetzt gehen wir zu einem kleinen Boot hier hinter mir, ist total schön, sozusagen ein kleiner Yachthafen. Und eine von diesen kleinen Bootchen, auf die geht es jetzt und dann werden wir rübergebracht. Und diese fühlt sich an wie eine private Tour, total genial. Den Weg darüber, ja, freue ich mich echt drauf. Wäre echt gespannt, wie das dann so ist. Und damit du nichts verpasst, nehme ich dich natürlich gleich wieder mit. Genau, jetzt suchen wir erstmal, auf welches Bootchen wir müssen. Ja, das ist das Ziel. Der Manhattan Yacht Club hier in New Jersey. Das ist die Marina, die dazugehört. Und wir sitzen gerade hier und warten, dass unser Transferbootchen kommt. Und das soll nur ein ganz, ganz kleines sein. Und deswegen wird es bestimmt spannend, damit rüberzufahren. Hey,